Hallo, willkommen zum neuen Vlog. Was geht, Leute? Wir spielen heute Abend in Verl. Für die, die es nicht wissen, Verl spielt dritte Liga. Wie ist dazu gekommen? Das Video ist auch hier online. Wir sind im Pokal gegen ASC Dortmund weitergekommen. 3:2 haben wir damals gewonnen. Wer das Video nicht gesehen hat, kann es gerne oben nochmal abchecken. Es war ein richtiger Pokalkracher. Heute spielen wir in Verl. Wird auf jeden Fall eine krasse Aufgabe. Wir sind natürlich nicht der Favorit, wenn Fünftligist gegen Drittligist spielt. Aber, Leute, im Pokal ist alles möglich. Man hat es auch letztens gesehen, Saarbrücken gegen Bayern. Immer mal wieder passieren so Sachen. Mutig sein, Vollgas geben und ja, einfach mal schauen, was passiert. Ich mache mir gerade noch Frühstück. Sieht jetzt noch nicht so spektakulär aus. Ich belege mir natürlich das Brot noch. Aber ja, hier zwei Eier. Ja. Ich würde heute eigentlich nicht so gerne in Eisen spielen. Ich glaube aber, dass wir nicht drum rumkommen. Es ist irgendwo Drittliga-Rasen, aber ich glaube, auch der wird nicht so krass sein. Also keine großen Hoffnungen. Wir fahren gleich nach Verl und dann schauen wir, was heute Abend geht. Bis gleich. Und haben uns vorgenommen, direkt vorne drauf zu gehen und Druck zu machen. Langer Ball hier von Phil, das Kopfballduell gewinnen wir so halb, aber jetzt bleiben wir am Ball und ich verlängere den Ball die Linie entlang. Jamal ist hier zuerst dran und zieht jetzt hier in die Mitte, will den Ball reinbringen und holt jetzt hier den ersten Eckball raus in der zweiten Minute. Also echt ordentlich. Hier sieht man es nochmal aus der Perspektive. Jamal macht es echt gut und holt hier den Eckball raus. Aber was Verl fußballerisch drauf hat, sieht man jetzt. Langer Ball, wird kurz klatschen gelassen und dann wird der offene Raum gesehen. Also Verl hat wirklich sehr, sehr stark hier in den ersten Minuten und auch generell gespielt. Auf jeden Fall gezeigt, dass sie eine Drittligamannschaft sind. Kommen hier zwar nicht zum Abschluss, holen aber die Ecke raus. Und ja, das war auf jeden Fall sehr gut. Wir sind mutig geblieben, erobern hier im Zentrum den Ball, Schuhspiel direkt durch auf mich vorne. Und ich sehe am zweiten Pfosten, dass Ada einläuft, bringt den Ball in die Mitte. Der ist aber ein bisschen zu steil. Vielleicht, wenn der zweite Pfosten besetzt ist, wird es nochmal gefährlich. Aber der Ball war zu weit vorne für Ada. Hier in der 10. Minute sieht man nochmal die Klasse. Der Ball kommt rein. Eine perfekte Flanke. Also wirklich gefährliches Gefühl mit jedem Angriff gefährlich geworden. Und ja, somit jetzt hier in der 12. Minute kommen sie in dem Zentrum an den Ball. Und dann steht es 1:0. Wir haben nur 12 Minuten das 0:0 gehalten. Das haben wir uns echt anders vorgestellt, aber ja, was willst du hier machen? Klar, man kann jetzt sagen, man muss da mehr pressen, aber wir sind zu dritt drauf. Er braucht nur zwei Kontakte, um den Ball in die lange Ecke zu schieben, also schon echt stark. Bisschen ärgerlicher ist es hier, ich presse auf den ersten, der zweite ist aber frei und dann ja, verrutscht der Ball Dudi, glaube ich, im Tor so ein bisschen. Und es steht 2:0 nach 19 Minuten. Ich glaube, er tickt vorher auf und wird auf jeden Fall eklig, glaube ich. Ja, sind Dudi und ich uns aber einig, dass man den halten muss und ja, auch hier 22. Minute. Also es ist wirklich krass, ich habe keine vergebene Chance oder keine total ungefährliche Chance von Verl rausgeschnitten. Es ist wirklich, jeder Angriff ist sehr, sehr, sehr gefährlich und trotzdem haben wir uns gesagt, wir bleiben drauf. Guck mal, Nils hier erobert den Ball links, rechts und verlagert auf die andere Seite und Kami hat jetzt hier den Ball und anstatt rechts rauszuspielen, spielen wir lang. Und der Ball ist jetzt hier gleich weg und Verl hat den Ball wieder. Trotzdem sind wir vorne drauf geblieben und ja, das war auf jeden Fall mutig von uns. Verl kommt jetzt hier in der 36. Minute wieder nach vorne, zieht jetzt hier in die Mitte und die Nummer 7 hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, hat hier zu viel Platz und wenn man einem Drittligisten zu viel Platz gibt, passiert das hier. Was ein heftiges Tor, sehr, sehr krass und ja, da kann weder Dudi noch sonst irgendjemand was machen. Klar, wir haben zu viel Platz gelassen, aber das Spiel war auch sehr, sehr intensiv, brutal anstrengend und dann
ja, kriegt man halt solche Räume schon mal als Drittligaspieler und die nutzt du dann halt. Also es war sehr, sehr stark. Hier aber drauf geblieben. Wir liegen 3-0 hinten, haben trotzdem gepresst, auch wenn es schwierig ist, gegen so eine ballsichere Mannschaft zu pressen. Aber ja, das hier ist abseits und auch hier hätte Cerro den Ball gehabt. War, glaube ich, eine faire Grätsche. 40. Minute hat Fair hier nochmal den Ball verlagert und wir haben den Ball durch Jamal gewonnen. Und wenn der Pass ein bisschen genauer wird, steht Nils frei vorm Tor, der ärgert sich auch. Das waren so, ja, jetzt zur Halbzeit muss man sagen, hatten wir schon so ein, zwei Aktionen, wo wir nach vorne gekommen sind, es aber nicht perfekt ausgespielt haben und somit kommst du dann gegen eine Mannschaft wie Fair nicht zum Torabschluss. Sehr, sehr ärgerlich, hätte es Nils hier sehr gewünscht und auch gegönnt, ja, zum Torabschluss zu kommen. So ist es nicht und wir liegen 3-0 zur Halbzeit hinten und Fair wird seiner Favoritenrolle auf jeden Fall krass gerecht und wir starten jetzt rein in die zweite Halbzeit. Da stößt Fair an und wir haben uns auch gesagt, wir gehen weiter vorne drauf, wir wollen es nicht hinten reinstellen, Schadensbegrenzung betreiben irgendwie, das ist Quatsch, wir bleiben vorne drauf und ja, was Ferl damit macht, sieht man jetzt, also wirklich wie ballsicher die sind, ist echt krass, die haben immer den freien Mann gefunden, dribbeln jetzt hier mit dem IV an und verlagern hier und das ist wirklich, das ist schon sehr, sehr guter Fußball, den Ferl gespielt hat, da kann man wirklich nichts zu sagen und ja, hier in der 56. Minute macht Ferl es stark, steckt hier durch, Dudi kommt jetzt aber ins Bild und kann hier den Ball klären, das wäre richtig gut antizipiert von ihm. 66. tackend sich Ferl durch hier über den RV und dann steht es 4-0, weil es kein Abseits war. Ich dachte im Spiel, dass es Abseits war. Ronaldo Jubel, alles klar. Und ja, richtig stark gemacht. Wie gesagt, die brauchen nicht viel Chancen. Eine sehr, sehr effektive Mannschaft in diesem Spiel gewesen. Die sind nicht ohne Grund Vierter in der dritten Liga. Wir haben nicht gegen irgendjemanden gespielt. Und auch hier tanken sie sich durch, ähnlich wie das 4-0. Und dann steht es 5-0, Freunde. Das ist sehr, sehr bitter. Ich finde, ja, es ist eine Klatsche, aber auch irgendwo eine Klatsche, die man kassieren darf. Ihr habt gesehen, wie gut sie spielen, wie krass es, ja, und wie schwierig es ist. Hier nach 74. werde ich ausgewechselt für Nico und Gianni, der reinkommt, für seinen Bruder Marco. Und dann war es das auch. 90. Minute, der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Und wir verlieren 5-0 gegen Ferl. Und sind damit raus aus dem Westfalenpokal. Sehr, sehr bitter, aber wenn man sich das ganze Spiel anguckt, war Ferl einfach deutlich besser. Und ja. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Spiel. Wir sehen, wie gut Ferl ist. Aber irgendwo auch mutig, dass wir vorne drauf gegangen sind. War auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Wir haben jetzt Samstag. Ich gehe jetzt anschwitzen, ganz normal. Wir haben ja morgen Spiel um 15.45 Uhr. Deswegen, jetzt geht's ans Anschwitzen. Bisschen die Muskeln aktivieren. Und Sachen sind schon gepackt. Oh. Rucksack, Kopfhörer, Flasche. Kulturbeutel fürs Duschen nachher, top. Ich habe leider samstags nicht immer Zeit fürs Anschwitzen, aber immer wenn ich es mache, habe ich ein voll gutes Gefühl und es tut meinem Körper richtig gut. Also wenn ihr die Zeit habt, probiert das auf jeden Fall mal aus. Kurz, also einen Tag vorher anschwitzen ist echt top. So Leute, heute wird Musik gehört beim Training und das Krasseste ist Noise Cancellation beim Training. So Freunde, das war's. Ich bin geduscht, fühle mich richtig frisch, fit, geil was gemacht zu haben, aber auch nicht zu viel, also richtig gut und jetzt geht's morgen nach Rheine. Ich freue mich aufs Spiel. Let's go! So Leute, Sonntag, Matchday, zweiter Matchday diese Woche. Wir haben jetzt gerade 10.24 Uhr, obwohl wir erst gegen 3:45 spielen. Liegt daran, dass wir nach Rheine fahren. Rheine gefühlt die längste Auswärtsfahrt. 1,5-2 Stunden mindestens. Deswegen haben wir gleich noch schön viel Zeit im Bus. Und ich fahre jetzt erstmal zum Treffpunkt. Ja, und heute ist ein Pflichtsieg in Rheine. Wenn wir sagen, wir haben da unten in der Tabelle nichts zu suchen, müssen wir heute gewinnen. Oh, da kommst du runter in der Kabine, keiner da! Bin ich der Erste. Morgen Männer aufstehen. Ich meine, ich habe meine Schuhe und so schon alles gepackt. Bin mir aber... Ha, guck mal, da sind sie doch. Nichts mehr brauche ich machen. Doch, Leute, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar hier, Handschuhe. Ich weiß echt nicht, wie kalt es in Rheine wird. So, Kaffee wird noch vorbereitet. Gerät heizt vor, top. Da zweite von der SGW. Eine in der Triple 20, dann gewinnen wir heute.
Kommen wir zum zweiten Spiel, Freunde. Wir spielen in Rhein, ich habe es eben schon gesagt. Und wir müssen kurz auf die Tabelle gucken. Es ist nämlich ein absoluter Abstiegskracher oder wie man es betiteln möchte, hier in der Oberliga. Wir sind nach wie vor auf dem 18. Platz mit 4 Punkten und Rheine ist 2 Plätze vor uns. Das heißt, wenn wir da unten raus wollen, müssen wir gewinnen. Dann kommen wir auf 7 Punkte. Wir werden heute vom letzten Platz nicht wegkommen, aber wir spielen noch gegen Klarholz. Das heißt, wir können vorm Winter auf jeden Fall noch ein bisschen klettern. Das muss das Ziel sein, deswegen heute eigentlich ein Pflichtsieg. Das habe ich eben im Auto schon gesagt. Deswegen, wir starten rein ins Spiel und schauen, ob die Tabelle nach dem Spiel anders aussieht. Wir laufen hier ein auf dem Kunstrasen in Rheine und links läuft Timon Schmitz. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, von der Aufstiegssaison damals hat er bei uns gespielt, deswegen kannten wir uns. Und ja, hier unsere Aufstellung. Phil im Tor, Nils, Schussero, Kami und Jamal sind die Fünferkette wie gegen Ferl. Nico rotiert rein als Captain, Freddy, Marco im Zentrum und Kasa und Ada sind vorne. Das heißt nur Nico als Änderung und Phil im Tor. Und wir starten in der ersten Minute rein. Ferl stößt hier an in Rot. Nicht verwirren lassen, wir waren Rot in Ferl, jetzt ist Rheine Rot. Und langer Ball von Rheine, den wir direkt mal erobern können. Über Phil hinten und wir haben den Ball und können ganz locker das Spiel aufbauen. Immer noch die erste Minute, also es war wirklich der Abstoß von Phil und dann ist das hier resultiert. Kopfball von Rheine und dann spielt Jamal hier per Kopf den Ball auf Ada und Ada sucht den Abschluss. Der Schiri pfeift aber abseits und Freunde, das ist niemals abseits. Also ärgerlich, weil das wäre der erste Abschluss im Spiel gewesen in der ersten Minute. Aber ja, vielleicht auch schwierig zu sehen für den Schiedsrichter. Vierte Minute, das gleiche für Ferl. Die kommen nämlich jetzt hier zum Abschluss. Relativ zentral und flach, also gar kein Problem für Phil. Und sechste Minute sind wir dann wieder an der Reihe. Also es ging hin und her hier in den Anfangsminuten. Marco hat hier den Ball, steckt durch auf mich und auf einmal bin ich frei vorm Tor. Sucht den Abschluss und der ist leider genau auf dem Torwart. Dann schlage ich ein Luftloch. Komplett, weiß ich nicht, 4 Promille gehabt. Nein, ich suche hier den Abschluss und lange Ecke wollte ich natürlich anvisieren. Deswegen ärgerlich, habe mich geärgert. Aber so ist es, weiter geht's. Wir sind gut ins Spiel reingekommen. Deswegen sind wir hier in der 8. Minute über Ada, über außen. Ich laufe auf den ersten Pfosten. Ada bringt den Ball auch, aber der ist zu flach und auf dem Torwart. Da bin ich nicht mehr dran gekommen. Aber von der Abstimmung her auf jeden Fall gut. Und Rheine hat jetzt hier den Ball, 8. Minute und ihr seht, Rheine hat nicht so viele Ideen mit dem Ball, weil wir es aber auch einfach gut machen. Wir haben vorne gut gepresst und haben jetzt hinten den Ball wieder. Es hat uns eine brutale Stabilität und Sicherheit gegeben. Somit kommen wir hier zur 12. Minute. Ich lasse den Ball auf Cero klatschen und Cero spielt einen Champions League Pass auf Marco, geisteskrank. Und Marco bleibt eiskalt und lupft den Ball über den Torwart und steht 1:0. Also wirklich ein richtig kranker Pass von Cero. Und ja, Marco macht es dann auch richtig stark. Wir führen 1:0 in Rheine. Richtig, richtig gut. Und ja, also das hat uns auf jeden Fall ein brutales Gefühl gegeben und hat mich auch für Marco sehr gefreut. Hier bleiben wir erstmal am Ball. Nico verlagert die Seite in der 14. Minute auf Ada. Ada steckt durch auf Jamal und Jamal wird hier komplett gelegt. Also das ist auf jeden Fall eine gelbe Karte. Das sieht der Schiedsrichter auch so und zückt hier gelb. 15. Minute hat Marco den Ball und schlägt den Ball jetzt nach vorne. Das hat richtig gut geklappt auf mich. Und ich sehe, dass Ada einläuft und steckt den Ball durch. Der ist aber ein bisschen zu weit und Ada wird abgedrängt vom Gegenspieler. Schade, das wäre auch richtig geil gewesen. Hier hoher Ball. Wir verteidigen erstmal, aber dann entscheidet der Schiedsrichter erstmal nicht auf Foul, entscheidet hier aber auf Foul. War ein bisschen ärgerlich, weil ich finde, wir hatten 5-6 Chancen, den Ball nach vorne zu klären, haben es nicht geschafft. Auch der Freistoß hier von Rhein ist nicht wirklich gefährlich. Und wir sind in der 20. Minute. Jamal erpresst hier richtig, richtig stark den Ball und ja, will jetzt hier auf mich durchstecken, schafft er nicht. Nico spielt aber wieder zu Jamal und er sucht den Abschluss und der verzieht leider und der geht drüber und vorbei. Aber richtig geile Aktion von Jamal, den Ball vorher so zu erobern. Hier bin ich jetzt im Zweikampf, ich mache den Ball gut fest und entscheide jetzt ins Dribbling zu gehen gegen 1, 2 und der Dritte fault mich dann. Also Rhein hat wirklich sehr, sehr viel gefault, diese Kleinigkeiten. Es gab da nicht immer gelb, aber ja, es war schon echt viel. Langer Ball von Marco dann hier auf mich. Ich mache mit dem ersten Kontakt gut fest, spiele auf Jamal. Und jetzt müsst ihr auf Nico im Zentrum achten. Er hat nämlich einen brutalen Laufweg, den Jamal sieht. Nico hat hier den Ball, legt auf mich nochmal zurück. Ich sehe, dass Ada im Zentrum ist, spiel auf Ada und es steht 2:0. Richtig geil, das hat ultra Bock gemacht, vorne zu kombinieren und dann sich mit einem Tor zu belohnen. Ultra geil, wirklich richtig, richtig stark, hat mich für Ada gefreut. Und dieser Assist hat sich angefühlt, als hätte ich das Tor selber gemacht. Also Assists sind auch einfach so geil und manchmal musst du gar nicht treffen.
sondern wenn du einen geilen Assist gibst, ist das auch schon richtig gut. 27. Minute und wir führen 2-0. Das war schon echt ein richtig geiles Gefühl. Das hatten wir seit langer Zeit nicht mehr, so gut ins Spiel reinzukommen und sich vor allem zu belohnen. Und ja, ihr seht's hier, wir hatten super viel Ballbesitz. Wir haben einfach den Ball laufen lassen und ja, jetzt hat Marco hier Schlittschuhe an. Und der Ball geht flöten trotzdem. Wie gesagt, lange Ballbesitzphasen vorher. Ich lege mir den Ball hier vorbei und werde getroffen. Und ja, der Schiedsrichter entscheidet hier wieder auf Foul und auch hier auf Gelb. Das finde ich fast schon ein bisschen hart, weil es ist ein ganz normales Foul. Ich werde getroffen, aber gut ist. Der Ball geht hier von Nils drüber. Und wir sind jetzt in der 36. Minute. Ada lässt hier den Ball klatschen und kriegt jetzt hier wieder einen mit. Also es ist wirklich lauter kleine Fouls gewesen, was aber wieder krass ist, der Schiedsrichter gibt jetzt hier gelb-rot. Freunde, wirklich, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Und das finde ich schon echt ein bisschen hart, weil das Foul an Ada war jetzt nicht krass. Er lässt das Bein stehen, das ist für mich ein ganz normales Foul, aber ob man hier jetzt jemanden vom Platz stellen muss, ist eine andere Sache, aber es hat uns natürlich extrem gut getan. Wir sind jetzt kurz vor der Halbzeit, Reine mit einem weniger und wir lassen diese Chance hier zu, das geht gar nicht und der Ball geht knapp übers Tor. Das ist übrigens Timon, mit dem wir zusammengespielt haben. Wenn hier der Anschlusstreffer passiert, selbst wenn Reine zu 10 ist, ist das auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Aber ja, die erste Halbzeit ist rum. Wir starten sehr, sehr gut ins Spiel rein. Führen 2-0, sind ja, ab jetzt auch einer mehr auf dem Platz. Also es hätte besser einfach nicht laufen können. Richtig geil. Natürlich ein bisschen besser, wenn ich meine Chance reinmache. Aber wie gesagt, ich habe schon gesagt, das 2-0 vorzureiten auf Ada fühlte sich extrem geil an. Und ja, somit starten wir jetzt in die zweite Halbzeit rein. Wir haben uns auf jeden Fall in der Halbzeitpause gesagt, dass wir kühlen Kopf bewahren wollen und einfach konzentriert bleiben, hier gar nichts mehr anbrennen lassen wollen. Und ja, jetzt in der 48. Minute treiben wir den Ball über Ada nach vorne, hat jetzt mehrere Möglichkeiten, links über Marco, rechts über mich, den mich will er zuerst spielen, dann hat er den Ball hier irgendwie selber, könnte mich wieder durchstecken, entscheidet sich aber für den Schuss und der ist zu harmlos, dass das irgendwie gefährlich für einen Torwart wird. Jetzt kommt Reine hier in der 50. Minute nach vorne und ja, der Schuss geht wieder in der ersten Halbzeit von Jamal deutlich übers Tor und ist nicht wirklich gefährlich. 53. Minute wird Reine wieder gefährlich nach vorne gespielt, hier durch die Mitte und der Sechser überlegt, was macht er, verlagert dann und wir erobern jetzt hier richtig gut über Freddy den Ball. Ich finde, es war kein Foul, kann vielleicht sein, dass es Schiedsrichter gibt, die das pfeifen. Ich lasse auf Nico klatschen, Marco nimmt aber den Ball, spielt hier auf Ada und der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Ich dachte, niemals Abseits und wir schauen hier, ich finde nach wie vor, es ist kein Abseits. Ich habe natürlich nicht die kalibrierte Linie, auf jeden Fall bitter, aber ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr seht. Ich sehe auf jeden Fall hier keine Abseitsaktion. Kam hier, erobert hier über außen den Ball, macht es richtig stark, überlegt, was macht er, zieht jetzt in die Mitte und geht einfach mal ins 1 gegen 1, am ersten, am zweiten vorbei und am dritten nicht. Und ich dachte, boah, ist das Elfmeter, wir gucken es uns nochmal genau an. Er zieht hier in die Mitte, macht das sehr stark und dann ist es kein Elfmeter. Das ist ein sehr, sehr gutes Tackling vom Innenverteidiger. Und Kami hat sich auch nicht wirklich wehgetan. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Eine Minute später hat Jamal jetzt über außen hier den Ball, geht ins 1 gegen 1, zieht jetzt in die Mitte und bringt den Ball in die Mitte. Der wird zuerst vom Innenverteidiger geklärt und dann hat Marco den Ball und macht seinen Doppelpack. Richtig geil. Damit war das Spiel so gut wie durch. Rein hat vorher schon wenig Gegenwehr geleistet und jetzt hier das Tor von Marco macht er richtig stark, nutzt den nassen Rasen aus. Und ja, unsere Emotionen könnt ihr sehen. Wir waren auf jeden Fall sehr befreit und glücklich über das 3-0 hier. Ein sehr, sehr starker Pass von Marco hier auf Ada. Ada kriegt irgendwie einen Kontakt vom Torwart. Schiedsrichter sagt kein Elfmeter. Ich hätte im Spiel gesagt, er kriegt ja einen Kontakt. Aber ich habe mit Ada danach auch nochmal gesprochen. Ada landet irgendwie komisch und kommt dann ins Straucheln und hat selber gesagt, ist kein Elfmeter. Auch wenn es so ein bisschen wie eine Schwalbe aussieht, aber ja, hier erobert Ada wieder den Ball und hier war ein kleines Missverständnis. Ich dachte nämlich, er spielt mit dem ersten Kontakt. Ihr seht es jetzt, wenn er jetzt mit dem ersten Kontakt spielt, ich habe dadurch wieder ein bisschen gewartet und dann war es zu spät. 83. Minute, Gianni kam hier aufs Feld und wurde für mich eingewechselt, ist frei vom Torwart und was macht der Junge? Wie krass ist das Tor? Komplett heftig. Und hier seht ihr die Emotion, wie happy wir waren. Und ja, man muss dazu sagen, Gianni war lange raus durch eine schwere Verletzung und ist jetzt wieder fit geworden. Und da freut man sich für so einen Spieler einfach doppelt und dreifach, dass er das 4-0 hier machen kann. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Und Freunde, es fühlt sich einfach an,
als wäre der Knoten geplatzt, als, keine Ahnung, es ist einfach so geil. Die Rückfahrt von Rheine, könnt ihr euch denken, ist ein bisschen eskaliert, weil wir einfach gefeiert haben, uns gefreut haben. Ihr seht's jetzt, die Tabelle nach dem Spiel, super viel hat sich nicht geändert. Wir kriegen jetzt 7 Punkte und sind somit einfach an Klarholz und Rheine ein bisschen näher rangerückt. Wie gesagt, gegen Klarholz spielen wir noch, aber dieses Spiel tat einfach unfassbar gut. Und ich sage euch ehrlich, auf dem Platz zu stehen und auch nach einer gewissen Zeit 2-0 einfach zu führen, dann einer mehr zu sein und so einen kleinen Haken an das Spiel machen zu können, ist einfach was, was uns super lange gefehlt hat. Unsere Spiele waren immer knapp bis zur letzten Sekunde. Ja, und jetzt haben wir endlich mal gewonnen. Freut mich auch für die Serie hier. Wenn ihr das feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, ich hoffe, die Doppelfolge hat euch gefallen. Wir sehen uns jetzt im nächsten Spiel. Wir haben jetzt diese Woche spielfrei. Das heißt, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Vielleicht kommt noch dazwischen ein Video. Seid gespannt. Und haut rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.